Hallo, liebe Zwillinge, ich begrüße dich hier zu deinem Sternzeichen-Reading für den April 2021. Und bevor wir loslegen, noch ein Wort zum Unterschied des Monatsreadings, dieses, das wir jetzt hier haben, und den Wochenreadings, die ich immer am Sonntag für die kommende Woche veröffentliche. Dieses Monatsreading, das ja auch vom Zeitrahmen her sehr viel länger ist als das Wochenreading, das ist wirklich die Vorausschau, was dich, lieber Zwilling, im kommenden Monat erwartet. Während das Wochenreading jeweils mehr so ein Rat ist, ein Tipp, ein Hinweis, achte mal auf das, mach mal so, damit du gut durch die neue Woche kommst. Also das eine ergänzt das andere. Es ist aber nichtsdestotrotz ein allgemeines Reading für alle Zwillinge, die hier einschalten. Von daher schau mal, was aus meinem Reading für dich resoniert, was vielleicht nicht, was du vielleicht einfach zur Seite legen kannst. Oder komm auch gerne im Laufe des Monats nochmal hierher zurück, schau dir das Video nochmal an, weil vielleicht machen im Laufe des Monats die Dinge nochmal anders Sinn als jetzt zu Beginn des Monats. Und auch für noch mehr Details kann ich dich nur einladen, auch bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbeizuschauen, sodass du am Ende drei Videos geschaut hast. So, jetzt legen wir aber los mit dem Monatsreading April 2021 für den Zwilling. Und dann schauen wir mal, was die Karten für dich bereithalten, lieber Zwilling, im neuen Monat. Wenn du übrigens Lust hast, das Kartenlegen auch zu lernen, Kartenlegen und Deuten für dich und andere, dann schau mal hier in meine Infobox. Ich habe dir nämlich verlinkt, meinen Kartenlegekurs, der am 15. April wieder seine Türen öffnet. Da fliegen sie schon alle. Am 15. April steigen wir ein mit dem Grundkurs Kartenlegen, der Einsteigerkurs ins Kartenlegen. Und ab dem 15. Mai hast du die Möglichkeit, dann in den Tarotkurs mit reinzugehen. Der eine baut auf dem anderen auf. Also wie gesagt, der Link ist hier unten drunter. Dann schau einfach mal, ob du da Lust drauf hast. Huch, und da haben wir auch schon deine übergeordneten Botschaften, lieber Zwilling. Ich mache mal die Kamera runter. Ich habe sie hier schon reingelegt. Wir haben einmal, oh, ich kann es mal nicht aussprechen, Mintakan. es ist eine der Urorte unserer Seele. Es gibt ja so die klassischen Urorte wie Atlantis, die Plejaden und eben auch Mintakan. Und hier als Untertitel steht Longing for Home, Belonging the Original Lightworkers. Also die Sehnsucht nach deiner Heimat, der Heimat deiner Seele kommt vielleicht im neuen Monat in dir auf. Dieses, ach, ich kann nicht mehr ertragen, was hier im Außen alles passiert. Ich will einfach nur nach Hause. Und zwar ins Seelenzuhause. Und während du dich danach sehnst, ist es aber deine Aufgabe, lieber Zwilling, die Heimat in dir anzunehmen, die Heimat in dir zu finden, in die Ruhe zu kommen, weil du hast ja einen Auftrag hier auf dieser Welt. Und dieser Auftrag, der ist noch nicht erfüllt. Und solange darfst du hier diesen Ort, den du hier, den deine Seele hier gewählt hat, zu deiner Heimat werden lassen. Nichtsdestotrotz hast du natürlich die Möglichkeit, dich durch Meditation an deine Urheimat anzubinden. Und die zweite übergeordnete Botschaft, die hier gefallen ist, die übergeordneten Botschaften sind ja immer der rote Faden durch deinen neuen Monat, ist die Gerechtigkeitskarte Justice. Und ich würde die normalerweise anders deuten, als ich es jetzt tue, einfach weil die Mintakan-Karte hier in Kombination fällt. Zwilling, du hast ja, und ich sage das ganz liebevoll, weil ich bin selber Zwilling, ich weiß, wie es ist. Wir Zwillinge sind so sehr schnell im Kopf. Wir erfassen die Dinge sehr, sehr schnell. Wir können Dinge schnell durchschauen, hinterschauen, durchleuchten. Und wir sind auch sehr, sehr schnell, unsere eigene Wahrheit zu finden und einzuordnen, das finde ich richtig und das finde ich falsch. Und vergessen dabei manchmal, dass es sich bei unserer Wahrheit eben genau darum handelt, um unsere Wahrheit und dass andere eine andere Wahrheit haben. Und dass es darum geht, nicht zu verurteilen, sondern das anzunehmen, wie es ist. Ich habe meine Wahrheit und du hast deine. Ich habe meine Vergangenheit, du hast deine. Ich habe meinen Weg, du hast deinen Weg. Und ich muss mit deinem Weg nicht übereinstimmen. Ich muss auch nicht deinen Weg gehen. Aber ich darf anerkennen, dass von da, wo du kommst, du mit deiner Wahrheit eine Berechtigung hast.
und darf da ganz liebevoll drauf schauen, großmütiger werden und das zu meiner neuen Gerechtigkeit werden lassen. Der eine oder andere von uns Zwillingen kann aber vielleicht auch durchaus, und das gucken wir gleich mal, was unsere Hauptkarten jetzt hier sagen werden, ein Thema haben, da, wo es um Gerechtigkeit geht. Also vielleicht hast du in der Tat einen Rechtsstreit, durch den du gerade gehst oder irgendwas Offizielles, wartest auf Antwort von Behörden oder so. Dann kann es auch sein, dass die Antwort kommen wird, jetzt in diesem neuen Monat. Was nicht unbedingt immer heißt, dass dir die Antwort gefällt, aber zumindest wird sie kommen. Und dann kannst du die Dinge halt auch einfach mal ad acta legen und bist bereit für was Neues. So, jetzt schauen wir aber mal in die einzelnen Wochen des Aprils rein für dich, lieber Zwilling. Ich möchte noch sagen, der April fängt ja so in der Mitte der Woche an, ne? Also der 1.4. ist ja jetzt kein Montag und ich sage ja immer, ich lege für die Woche 1, 2, 3 und 4 und ich zähle das in der Tat dann vom 1. bis zum 7., vom 8. bis zum 14. und so weiter, so innerlich für mich. Nichtsdestotrotz, wenn du in den vergangenen Monaten schon in meine Readings reingeschaut hast, wirst du gesehen haben, dass die Karten sich eh miteinander bedingen, eine Geschichte erzählen und dass man das manchmal gar nicht so klar voneinander trennen kann, was in welcher Woche passiert. Also auch hier, lass dich einfach mal überraschen. Und ich freue mich auch riesig, wenn du in den Kommentaren unter diesem Video mit mir teilst, was mit dir resoniert, worauf du dich vielleicht freust auf den neuen Monat, was vielleicht gar nicht so zutrifft von dem, was ich gesagt habe oder was vielleicht im Laufe der Zeit sich erst noch zeigen wird. So, ich mache wieder runter. Die Karten für Woche 1 sind schon gefallen. Wir haben das Ass der Stäbe, wir haben den Buben der Münzen und wir haben die 4 der Münzen. Dann schauen wir mal weiter in Woche 2. Ich als Business-Medium lese die Karten ja doch immer eher mit einem Business-Kontext, aber schau auch einfach mal, wenn dich gerade ein anderer Lebensbereich mehr beschäftigt, lieber Zwilling, ob du aus dem, was ich hier sage, vielleicht eher für deinen anderen Lebensbereich noch eine Botschaft rausholst, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur mit Business zu tun hat. So, Woche 2 haben wir den Ritter der Münzen. Und die 7 der Schwerter, 7 der Stäbe. Ich bin auch schlecht im Übersetzen. So, 7 der Stäbe. Das haben wir für Woche 3. Da haben wir die Königin der Stäbe. Wir haben die 6 der Münzen. Und wir haben die 6 der Schwerter. Okay. Aufbruchstimmung, na, das passt ja hier zu unserer Minterkan-Karte, Aufbruch ins neue, in die neue Heimat. 4 der Kelche für Woche 4 und der Hierophant für Woche 4. Ja, so, na, dann schauen wir mal. Also übergeordnete Botschaften haben wir hier, da haben wir immer einen Blick drauf. Und dann schauen wir mal, was dich in Woche 1 im April erwartet, lieber Zwilling. Wir haben das Ass der Stäbe und den Buben der Münzen. Also es geht darum, etwas Neues zu lernen. Also von ich mache eine Ausbildung, ich buche einen Kurs, ich lerne in der Tat etwas Neues, hinzu ich stolper da zufällig drüber, war gar nicht geplant. Hups, was uns hier das Ass der Stäbe eher zeigt. Ein Wow, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wow, ach so geht das. Aha, aha, aha. Und vielleicht fegt dich das so ein bisschen von den Socken, lieber Zwilling, weil du gar nicht geplant über irgendwas stolperst, was dich ja selber über dich in Staunen versetzt. Und wo du dich vielleicht noch fragst, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Ist ja schön, dass ich die habe, aber oh mein Gott. Und jetzt? Es gibt doch diesen schönen Spruch, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Und so kommt mir das hier vor. Je mehr ich weiß, umso, ja, ich will nicht dumm sagen, aber desto unwissender fühle ich mich. Ich habe hier diese krasse Erkenntnis, die was Neues einläutet auf meinem Weg. Ein Wow, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Also das ist so der Satz, der mir immer wieder durch den Kopf geht. Und der lässt dich aber gleichzeitig
an den Anfang einer neuen Ära ankommen. Ein, oh mein Gott, kann ich das denn wirklich? Bin ich dafür gut genug? Was ist, wenn ich das nicht kann? Was ist, wenn ich das verbocke? Oh Gott. Aber das ist ja immer so, wenn wir was Neues anfangen, dann müssen wir das üben, 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 bis es uns in Herz und Nieren übergegangen ist und wir es wirklich können und meistern. Und hier geht es darum, diese Meisterschaft anzunehmen und erst zum Meister zu werden. Also sagen wir mal, wenn du eine neue Sprache lernst, dann bist du ja auch erstmal dabei, Vokabeln zu pauken, versuchst ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Und bis du sie dann sprichst, fühlst du dich vielleicht ziemlich unbeholfen und dumm am Anfang deines Weges. Und irgendwann hast du sie in Herz und Blut, in Herz und Nieren übergenommen und sagst, wow, jetzt voll einfach, warum habe ich mich so schwer damit getan? Also guck mal, was das vielleicht in der ersten Aprilwoche mit dir macht. Und es kann auch sein, dass du dafür, um dem Ganzen Platz zu machen, was anderes sein lassen darfst, was anderes aufgeben musst und dich schwer damit tust, weil das, was du hast und kannst, das weißt du, das ist erprobt. Und das, was erst noch kommen kann, bringt dich halt ein bisschen in so einen Azubi-Status rein, in so ein, ja, ich muss es halt erst noch lernen, ich muss diesen Weg erst noch gehen und oh mein Gott, wie mache ich denn das jetzt? Und dass du vielleicht dazu neigen könntest, das Altbekannte nicht loslassen zu wollen, weil du denkst, scheiße, das, was ich habe, das weiß ich. Das, was kommt, keine Ahnung. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und gleichzeitig ist aber der Ruf nach diesem Neuen so groß und du als Lichtbringer dieser Welt, und das hast du vielleicht auch schon bewusster oder unbewusster wahrgenommen, lieber Zwilling, dass wenn du in einen Raum kommst, dass der Raum dadurch heller wird, dass du mit deiner guten Laune, mit deinem Witz, mit deinem Wortwitz die Menschen auch ansteckst und scharfe Situationen vielleicht auch entschärfst. Und da fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht bist du auch hier die Person auf der Justice-Karte, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, dass man dich um Rat fragt und sagt, Mensch, du siehst es nicht so verbissen wie wir, wie würdest du jetzt entscheiden? Das kann natürlich auch sein. Und das kann auch eine Situation sein, die dich von den Socken haut und sagst, ich jetzt, okay, ich weiß nicht, ich will lieber da bleiben, wo ich bisher war, das ist mir angenehmer. Aber wenn die Leute dich schon um Rat fragen, dann wachst doch rein in die neue Rolle. Ja, trifft jetzt vielleicht nicht für jeden Zwilling zu, der hier zuschaut. Wie gesagt, nimm einfach das, was für dich und deinen Lebensbereich passt. Und ich bin gespannt, was gerade am Ende der Woche passiert, was dann noch Sinn für dich macht oder anders Sinn macht. Woche 2. Haben wir den Ritter der Münzen und die 7 der Stäbe. Und das finde ich ganz spannend, weil wir hatten hier in Woche 1 den Buben der Münzen, der, der was Neues entdeckt, der Schüler, der, der erstmal reinwachsen muss in diese Rolle, der den Weg erstmal gehen muss, aber der eben ein Talent entdeckt, in das er jetzt wirklich reinwachsen darf. Ass der Stäbe ist so eine Wachstumskarte, Neubeginn, wachst da rein. Und hier haben wir jetzt aber den Ritter der Münzen. Das heißt, der ist schon schneller unterwegs. Der ist schon, ach ja, Mensch, oh guck mal, da kann ich jetzt schon ein bisschen, habe ich geübt. Und ist dabei abzuheben, hat aber immer noch einen Fuß auf dem Boden und traut sich noch nicht so richtig, weil wahrscheinlich dann hier diese ganzen Ja-Abers kommen und dich aufhalten beim Abheben. Ja, aber kann ich das? Bin ich gut genug? Könnte ja auch ein anderer machen. Warum denn ich? Habe ja eh schon genug zu tun. Das jetzt auch noch, nein, ich will nicht. Und das heißt auch nicht, dass du musst, aber vergiss nicht, du als Lichtbringer, lieber Zwilling, und das ist ja hier auch so ein bisschen wie die Lichtkugel, die Gabe, deine Gabe, die du in diese Welt bringst, du kannst sie erhellen mit deinem Sein. Guck doch mal, was genau dich da zurückhalten lässt in Woche 2, dass du dich vielleicht nicht traust abzuheben, ob es irgendwie so eine Angst vor der eigenen Größe ist oder Respekt vor der eigenen Größe, möchte ich fast mehr sagen. Also wie wir es hier halt auch auf diesem Bild haben, so, wow, war ich das etwa? Oh Gott, krass. Ja, und da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, das ist ganz klar. Nehmen wir die Raupe, die zum Schmetterling wirkt, also dass die Raupe mal fliegen kann, hätte sie vielleicht auch nie gedacht, ja. Aber du bist in guter Gesellschaft, Woche 3. Wir haben hier die Königin der Stäbe, also unsere Wachstumskönigin, die in der Lage ist, den Drachen zu bändigen. Der Drache hier in Form von den Stäben, die, mit denen sie sich zurückhält. Dieses Mindfuck, was gerne mal hochkommt, hier symbolisiert im Drachen oder auch im Drachen im Sinne von anderen Menschen. Ne? Also vielleicht bist nicht nur du diejenige, derjenige, der sich selber zurückhält, sondern vielleicht sind es auch
andere, die dann sagen, naja, komm, look who's talking, wer bist du denn eigentlich? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, so sagen, Moment mal, ich bin die Königin der Stäbe. Oder wenn du zuschaust und ein Mann bist, der König der Stäbe. Ich wachse hier gerade in eine neue Rolle rein. Und wie geil ist das denn? Ist ungewohnt, sitzt vielleicht noch nicht so gut, aber ich mache das Beste draus. Ich bringe gerade neue Fruchtbarkeit, neues Wachstum in mein Leben. Ich kriege gerade neue Schritte. Ich wachse gerade in was Neues rein und kann meine Erkenntnisse, mein Rat mit anderen teilen. Und dann wird der Schüler zum Lehrer und kann anderen mit gutem Rat zur Seite stehen, kann anderen den Weg weisen, kann anderen an seinen Erfahrungen, Meinungen, Beobachtungen teilhaben lassen und sagen, Mensch, ich bin weise über mein Alter hinaus und habe die Möglichkeit, dir neues Licht, neue Klarheit zu bringen. Ich kenne die Fakten, nenn mir die Fakten und ich sage dir meine Meinung dazu. Und breche dadurch gut gerüstet auf in ein ganz neues Lebensabenteuer, wo ich vielleicht noch nicht genau weiß, wo es mich hinführt. Ne? Also wenn du im Dunkeln, wir haben ja den Weg im Mondenschein, wenn du im Dunkeln aufbrichst, vielleicht siehst du noch nicht immer genau so und so weit im Voraus, aber den nächsten Schritt siehst du, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Der Nebel, den wir hier ja auch angedeutet haben, der ist in der Ferne. Du siehst vielleicht noch nicht das Ziel, wo soll das alles mal hinführen, keine Ahnung. Macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Aber mach's erstmal, weil die nächsten Schritte, die sind klar. Du hast Wegbegleiter, du bist gut gerüstet, du hast alle Fakten, du hast deine Miezekatze mit dabei, deinen treuen Gefährten. Und ja, schau nach vorn, schau nicht zurück und lass dich überraschen, was da auf dich warten könnte. Und in Woche 4 kann es so sein, dass du sogar mehrere Optionen geboten bekommst und dich nicht entscheiden kannst, welches du nehmen sollst, weil du vielleicht nicht die Zeit hast, hier haben wir ja 4 Optionen, alle Optionen anzunehmen, dich interessieren aber alle Optionen oder du weißt nicht, welche ist besser, welche ist schlechter, welche ist jetzt für meinen Weg gut, welche würde ich nehmen, weil es der leichtere Weg ist, bei welcher würde ich mich vielleicht ein bisschen durchbeißen müssen, und könntest darüber in so eine Lethargie oder Starre gelangen, die dich handlungsunfähig macht, weil du einfach nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen und darüber vielleicht sogar verzweifeln könntest. Und alles, was an Rat von jemand anderem kommt, du abbügelst und sagst, ja, ja, habe ich alles schon gehört. Ja, ja, die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Ja, ja, ich weiß, ja. Und dann ist es gut, wenn du dich in die Ruhe begibst, vielleicht darauf meditierst, darauf wartest, dass irgendwann der richtige Aha-Moment kommt, du vielleicht auch einen weisen Lehrer aufsuchst, der dich anleitet, der nicht die Entscheidung für dich trifft, der dich aber anleitet und bei dir ist mit Rat und Tat, damit es dir leichter fällt, den Weg klarer zu sehen und ihn dann auch zu gehen. Und damit du dich traust, auch den anderen Fuß vom Boden zu nehmen und abzuheben in eine neue Version deiner selbst. Also auch hier ein sehr wachstumsprozessiger Monat, lieber Zwilling. Lassen wir uns mal überraschen, was da ist. Wie gesagt, ich bin ja selber auch Zwilling, also ich bin auch gerade ganz gespannt und denke, oh, es geht schon wieder weiter. Mit den Wachstumsprozessen für dich selbst, für deinen beruflichen Weg. Und wenn ich nochmal auf die Hauptbotschaft hier verweisen darf, vergiss nie, wer du bist. Vergiss nie, wer du bist. Und wenn du das beherzigst, hast du als Kraft hier das Pferd an deiner Seite für den Monat April. Die Freiheit ist dein. Die Freiheit ist dein. Brich auf zu neuen Ufern. Werd eine neue Version. Was heißt eine neue Version? Werd die eigentliche Version deiner selbst. Ist ja nicht neu. Du lässt nur los, was dir nicht länger dient und schaffst Platz für Neues. Du löst, was du nicht länger brauchst, damit der wahre Kern deiner selbst zum Vorschein kommen kann. Wow.
Wow. Also, lieber Zwilling, dir, uns, ich bin ja auch Zwilling, ganz, ganz tollen neuen Monat April 2021. Ich freue mich riesig, wenn du mal in die Kommentare reinschreibst, inwiefern das mit dir resoniert. Jetzt zu Beginn des Monats, aber auch im Laufe des Monats und am Ende. Und freue mich riesig, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt, den Kanal abonnierst, damit du informiert wirst, wann das neue Reading für dich dann auch wieder bereitsteht. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du das auch mit deinen Freunden teilst und sagst, boah, guck mal rein, die Denise, die macht das echt cool, guck mal, was dein Sternzeichen für dich bereithält, weil das hilft mir natürlich auch, meinen Kanal hier auf YouTube mit einer Reichweite und Sichtbarkeit auszustatten. Also vielen, vielen Dank, lieber Zwilling, fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig, wenn du in meinem Kartenlegekurs dabei bist, wenn wir uns dann auch persönlich kennenlernen. Und bis dahin, alles Liebe, deine Denise, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars.